Lieben, jetzt ist auch endlich der neue Frühjahr-Sommerkatalog mit der Celebration-Broschüre bei mir eingetroffen und ich habe schon alles durchgeblättert und bin total begeistert, was es wieder für neue, tolle und vor allem auch frische Sachen gibt. Und eine Sache, die ist ja auch ganz neu, davon habt ihr vielleicht auch schon am Rande mitbekommen, das sind die neuen ablösbaren Stempel. Und zwar möchte ich das jetzt ganz kurz mit euch durchgehen, damit ihr nämlich dann wisst, was euch erwartet. Es ist eine neue Sache. Ihr müsst es, wenn ihr auf diese neuen Gummistempel greift, müsst ihr wirklich das beachten und exakt arbeiten, so wie ich euch das jetzt gerne kurz zeige. Mein Set ist jetzt Herzenssache. Das ist ganz neu. Ihr kennt ja diese Stempel. Die sind einfach die hochwertigen, dicken mit der Schaumstoffmatte dazwischen. Und wir nehmen uns jetzt mal eines der Herzen heraus. Die löst ihr dann einfach hier raus und hier auf der Rückseite löst ihr die Schutzfolie ab. Und wenn ihr euch jetzt hier diese Folie nehmt, da seht ihr ja, dass auf der einen Seite, das ist so eine matte Beschichtung, da seht ihr das quasi richtig herumgeschrieben und spiegelverkehrt ist das, womit wir jetzt arbeiten. Ich wollte ja jetzt das Herz mit dieser schönen zarten, mit diesem zarten Motiv. Und zwar habt ihr hier immer auf dem Motiv eine Schnittfläche in der Mitte. Damit könnt ihr nämlich euch dann ganz einfach die beiden Seiten abziehen. Und es ist wichtig, dass ihr wirklich nur diese Flügel anhebt und abzieht und nicht auf diese Fläche kommt. Wer das mit den Fingernägeln nicht kann oder kein Gefühl dafür hat, der nimmt am besten einfach eine Pinzette. So, und jetzt muss es wirklich, jetzt müsst ihr euch konzentrieren, ihr nehmt den Stempel, beachtet bitte, so wie ihr das jetzt aufklebt, den Stempel auf diesen Aufdruck, so bleibt es dann auch. Ja? Ihr könnt ihn nicht nochmal abziehen und neu positionieren, das ist dann tatsächlich so. Also, ihr fangt an einer Seite einfach an, gleichmäßig drauf, so, und dann könnt ihr den schon über die Seite runterbrechen. Und diese Seite klebt jetzt, ja, das war ja vorher bei den Gummistempeln nicht so optimal, deswegen hatte man ja auch einfach immer das Problem, dass dann die Stempel, wenn man sie auf den Acrylblock geklebt hatte, im schlimmsten Falle mal auf das Projekt runtergefallen sind und dann einem wirklich die Arbeit versaut haben. Und das hat jetzt Stampin' Up! Erneuert. Diese Klebefläche ist jetzt wirklich fix und ihr seht, da rückelt nichts mehr. Und es ist eben toll, weil ihr nun auf der Acrylblockseite tatsächlich das Motiv seht und ganz exakt positioniert arbeiten könnt. Ja, das wird bestimmt für den einen oder anderen eine Umstellung sein. Ich finde es ehrlich gesagt klasse, weil ich habe sehr viele von diesen Gummistempeln und habe immer entweder mit meinem Stamper Magic gearbeitet, aber den gibt es ja leider auch nicht mehr für euch im Programm. Also wer den hat, der kann sich natürlich auch glücklich schätzen. Aber nicht jeder hat dieses Glück und somit denke ich mal, ist es für wirklich jeden ein richtiges Stempelparadies, nun mit diesen ablösbaren Stempeln zu arbeiten. Was ihr noch unbedingt wissen müsst, ihr dürft jetzt den nicht einfach so plopp abreißen, wie ihr ihn noch gewohnt seid mit den alten Gummistempeln, sondern ihr nehmt eine Seite und fangt wirklich so vorsichtig an, das abzulösen. Auch jetzt nicht flott runterreißen, sondern eher langsam. So, und dann habt ihr es geschafft. Und dann legt ihr das euch einfach zurück in eure Matte. Und drin ist es. So, das war's schon. Mehr gibt es jetzt zum ersten nicht zu den ablösbaren Stempeln. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dürft ihr mich gerne kontaktieren. Und ansonsten meldet euch, wenn ihr den neuen Frühjahr-Sommerkatalog haben wollt. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne jederzeit. Bis dann. Tschüss.